Das ist ein Go. Okay, erstmal hallo, ich bin Kia. Ich bin viel auf Twitter unterwegs. Ich mag Avocados. Ich bin dafür bekannt, Tische rumzuschmeißen. Ich bin ein bisschen impulsiv, sage immer, was ich denke und bin in Sachen Kommunikation gar nicht mal... Yay! Meine Präsentation. Ich bin in Sachen Kommunikation gar nicht mal so gut und deswegen musste ich mich sehr ausführlich darauf vorbereiten, Exposés zu schreiben. Erstmal noch kurz zu mir. Ich bin Schriftstellerin und Hybridautorin dabei. Ich veröffentliche im Self-Publishing und beim Verlag. Die Gründe dafür nenne ich gleich. Und ja, ich schreibe Blogs, einmal Autoren an die Steuer, kennt vielleicht jemand. Und Showdown Tell, da geht es um Autoren und Marketing. Und ja, bei ja, meine Bücher, da habe ich jetzt zwei in der Mache. Eins davon heißt Hanover's Blind, eins davon heißt Irre sind menschlich. Und für beide habe ich Exposés geschrieben an Verlage und insgesamt habe ich 5 Zusagen bekommen. Und ich habe mich nur für einen Verlag entschieden, denn es gab Zusagen mit Bedingungen. Aber dennoch möchte ich jetzt erstmal nur darüber sprechen, wie ich die Exposés geschrieben habe und wie man überhaupt an eine Zusage kommt. Aber ich möchte generell sagen, wenn ihr eine Zusage bekommt, freut euch nicht zu früh. Von den 5 Zusagen, die ich hatte, waren 3 Mist. Absoluter Mist. Fängt an bei solchen Sachen wie Optionsrecht, heißt so viel wie, wenn du heute bei uns veröffentlichst, dann kriegen wir in den nächsten 5 Jahren jedes deiner Werke zu den gleichen Konditionen. Wir haben die Option darauf. Oder so etwas wie 5% Tantieme. Nicht vom Netto-Verlagsumsatz, sondern, naja, ja? Wie bitte? Ihr könnt euch meinetwegen hinsetzen, wie ihr wollt. Ach so, nee, nee, mir geht's total gut. Ja, ich bin nur ein bisschen nervös. Ich rede auch generell zu schnell, wenn ich nervös bin, deswegen würde ich gern dich auswählen. Wenn ich zu schnell rede und es dir auf den Keks geht, dann mach mal irgendwas. Genau, dann frage ich mich nicht, was will denn der, sondern ich weiß genau, aha, ich rede mal wieder zu schnell. Ich hole mal Luft. Okay, kommen wir erstmal zum Exposé. Ja, ich zeige erstmal die Präsentation. Ja, ich möchte euch erstmal erklären, wozu brauche ich ein Exposé? Klar, für einen Verlag, aber nicht nur. Dann die Bestandteile eines Exposés, die möchte ich so grob anreißen, damit auch Neulinge, die noch nie ein Exposé gesehen oder geschrieben haben, sehen, ja, daraus besteht das. Und dann würde ich gerne ins Detail gehen und das sind dann die allgemeinen Daten, der Pitch, die Inhaltsangabe und mehr, das sind dann optionale Sachen und finale Infos. So. Wenn ihr twittern wollt, Kia Kahawa heiße ich. Fantastisch zu lesen aus eurer Perspektive. Twittert, was das Zeug hält. Und dann würde ich gerne starten und hoffe, dass es funktioniert. Es funktioniert. Okay, ein Exposé ist natürlich für Verlage. Das ist ja klar. Und natürlich auch für Agenten. Bei einem Agenten bewirbt man sich genau wie bei Verlagen. Und die Aufgabe des Agenten ist es, dein Exposé an einen Verlag zu bringen und ordentlich zu verhandeln, ordentlich mit denen zu sprechen. Verlage, gerade Großverlage, bekommen am Tag 300 plus Manuskripte und Exposés und Leseproben. Und ja, ein Agent kann sich da natürlich lohnen. Natürlich ist es auch für die Sponsoring-Akquise wichtig. Was meine ich damit? Gerade veröffentliche Hanover's Blind, veröffentliche ich im Crowdfunding. Das heißt, ich sammle jetzt eine Summe von 2080 Euro, um im Self-Publishing Cover, Lektorat, Korrektorat, Satz, eventuell Illustrationen zu bezahlen. Und das Exposé habe ich gebraucht, um Sponsoring zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt, aber da meine Novelle Hanover's Blind in Hannover spielt, ist es vielleicht möglich, ich weiß nicht, was ihr genau schreibt, das Exposé zu verwenden, um beispielsweise bei der Sparkasse eine Förderung zu beantragen. Denn die Sparkasse hat jährlich einen Fonds zur Förderung regionaler Kultur. Wenn ihr sagt, ich wohne hier, ich schreibe ein Buch und das hat irgendwas mit Kultur zu tun, Literatur, Kultur, dann könnt ihr da Geld bekommen. Oder ja, beim Crowdfunding, wenn man beim Crowdfunding große Unternehmen für sich gewinnen will, braucht man dafür auch ein Exposé. Man kann nicht einfach sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben, gib mir Geld, wupp. Man muss schon ein bisschen professionell sein und danach das wupp machen. Das mache ich tatsächlich auch immer. Manche nervt es aber, mich noch nicht. Okay, dann gibt es noch die Grundlage für Testleser. Ich habe meistens Alpha-Leser und Beta-Leser, wie wahrscheinlich jeder andere auch. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel Jessica, sie ist nicht da,
Ich habe mir Jessica Bradley jetzt als Testleserin für das letzte Kapitel organisiert. Sie zerhackstückelt mein letztes Kapitel und hat dafür erst das Exposé und weiß, worauf es hinauslaufen soll, ist aber nicht komplett in der Geschichte drin und soll mir trotzdem beurteilen, ergibt das letzte Kapitel Sinn? Ist das gut? Ist das ein Buchabschluss? Raff ich das, wenn ich nur das Exposé habe? Das ist so eine kleine Methode von mir, vielleicht interessiert sie euch ja. Dann würde ich gern weitergehen zu den Bestandteilen und die habe ich schon mal gesagt, ich würde sie gern nur ins Gedächtnis rufen. Wir haben einmal allgemeine Daten, da komme ich dann gleich zu, ich glaube auch sogar jetzt. Dann den Pitch, das heißt das Manuskript in 2 bis 3 Sätzen pitchen. Eine Inhaltsangabe, hier steht clevererweise Inhalt, bitte nicht das ganze Manuskript copy-paste da rein. Und optional kann man auch etwas über den Autor schreiben, gerade wenn man eine Bibliografie hat. Genau, und jetzt steht der ganze Kladderadatsch hier nochmal. Genau, in den allgemeinen Daten steht, was? Was schreibe ich? Das ist das Genre. Das Genre würde ich so konkret wie möglich beschreiben. Wir haben es vorhin bei der Sessionplanung schon gehört, ein Jugendbuch ist kein Genre. Auch Fantasy empfinde ich nicht als Genre, das einfach passt. Man könnte sagen Urban Fantasy oder ich habe keine Ahnung von Fantasy, aber man sollte schon das Subgenre angeben und auch so ein bisschen an der Stelle schon zeigen, was ist daran besonders. Denn irgendwas mit Fantasy kann jeder Fantasy-Autor, aber Fantasy im Mittelalter-Setting mit oder ohne Drachen oder irgendwie was Spezielles ist dann konkret und kann das Buch besser verkaufen. Für wen ist ganz wichtig? Die Zielgruppe. Die Zielgruppe eines Buches ist nicht Menschen ab 18 oder Jugendliche zwischen 16 und 18. Seid so konkret wie möglich mit der Zielgruppe, ohne zu lang zu schreiben. Ja, ich denke, das mache ich dann später. Wenn dann Fragen gestellt werden, kann ich darauf gerne nochmal eingehen, aber ich würde gerne vorankommen. Dann ist die Frage, wie viel? Der Umfang des Manuskripts wird in Normseiten angegeben. Wer weiß nicht, was eine Normseite ist? Okay, eine Normseite ist eine Seite, die 30 Zeichen auf der X-Achse hat, also 30 Zeichen, bis eine Zeile vorbei ist, und 60 Zeichen auf der X-Achse, also 60 Zeichen in einer Zeile und 30 Zeilen auf einer Seite. Das heißt, 1800 Zeichen mit Leerzeichen sind eine Normseite. Okay? Ja, und dann ist noch die Sache mit dem Erfolg. Man muss natürlich bei den allgemeinen Daten so ein bisschen Aussicht auf Erfolg geben. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei Hanover's Blind eine Geschichte geschrieben aus der Sicht eines Sehbehinderten, der so tut, als wäre er nicht sehbehindert. Wer sich in der Filmwelt auskennt, weiß, es gibt einen Film, der heißt Mein Blind Date mit dem Leben und das hat das gleiche Grundsetting. Das heißt, ich schreibe da wirklich zu inspiriert durch. Dieses inspiriert durch ist ein Streitthema, dazu kommen wir noch. Aber letzten Endes soll das nur zeigen, hey, das Buch kann Erfolg haben. Es gibt sowas schon, nur anders. Und das hatte Erfolg. Also, warum sollte sich meins nicht verkaufen? Und ganz wichtig ist zu sagen, dein Buch ist ein Produkt. Dein Buch ist etwas, das durch das Exposé verkauft wird. Zum Verkaufen gehört natürlich auch der Pitch. Es gibt natürlich Unternehmenspitches, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Man kann alles pitchen. Das machen wir auch gleich mit einer Übung, wenn ich genug Zeit dazu habe. Im Pitch sind bei mir immer so die ersten 33% der Geschichte. Das erste Drittel habe ich in 2 bis 3 Sätze gepackt. Wenn es ein kompliziertes Setting gibt, dann ist der Pitch meistens etwas kürzer, wenn man erstmal eine Welt erklären muss. Gerade bei Science Fiction, Utopie, Dystopie, da muss man dann ziemlich oft weniger Handlung einbringen, weil man erstmal erklären muss, warum irgendwas so ist oder was es da gibt. Ja, der Pitch soll maximal 3 Sätze enthalten. 4 sind eventuell auch okay, aber wichtig ist, keine Bandwurmsätze. Ich lese gerade Der Junge im gestreiften Pyjama und auf Seite 1 kommen 2 Sätze vor. Also, naja, 6 Zeilen pro Satz. Bitte keine Bandwurmsätze, seid präzise, seid knackig und stellt alles kurz und knapp dar, sodass der Pitch schnell zeigt, worum es geht. Dann ist wichtig, den Unique Selling Point rauszufinden. Warum ihr? Warum dieses Manuskript? Warum nicht der neben euch? Wir sind wahrscheinlich alle Autoren. Ich denke mal, deswegen seid ihr hier. Und ihr braucht etwas, das euch auszeichnet. Annika Bühnemann hat letztes Jahr dazu was erzählt. Nämlich schreibt sie Liebesromane mit regionalem Bezug zu Osnabrück. Ich glaube, es war Osnabrück.
Und bei mir ist es so, ich schreibe hauptsächlich Entwicklungsromane, in denen der Protagonist sein eigener Antagonist ist. Das ist mein Selling Point. Ihr könnt für euch überlegen, was ist eurer und bringt ihn dann in den Pitch ein. Okay, genau. Und der Pitch dauert eine Fahrstuhlfahrt. Das, was ganz fett drunten steht, das vergesse ich immer vorzulesen. Ja, und eine Fahrstuhlfahrt dauert nicht sehr lang. Ihr müsst den Pitch in- und auswendig können. Und das dauert viel Zeit. Aber wenn ihr ihn könnt, dann könnt ihr ihn auch richtig runterleiern und dann könnt ihr ihm einem ganz fremden Menschen erzählen. Das heißt auch Elevator Pitch. Angenommen, ihr trefft jetzt den Geschäftsführer von Pieper oder irgendeine Lektorin von Rowold und steigt mit ihr zufällig in einen Fahrstuhl, weil ihr im gleichen Hotel wohnt für eine Nacht. Dann könnt ihr innerhalb dieses Fahrstuhls die Person anquatschen, ohne zu bedrängen. Die Person kann auch nicht fliehen und muss euch zuhören und es bleibt im Kopf. Das nennt man Elevator Pitch. Okay, dann haben wir die Inhaltsangabe, die haben wir eigentlich schon in der Schule gelernt. Maximal 3 Seiten. Bei Fantasy und Science Fiction habe ich schon häufiger 4 Seiten gesehen. Ich schreibe gerade auch das Exposé für mein Utopie-Projekt, das heißt der Abschalter. Und da bin ich über die 4 Seiten noch hinaus. Letzten Endes schreibe ich eine Inhaltsangabe immer so, dass es erstmal 6 Seiten sind und dann wird ordentlich beschnitten und eingestampft und dann merkt man, dass es Käse ist, macht es nochmal, hat 4 Seiten und schneidet und stampft weiter ein. Eine Inhaltsangabe dauert sehr viel Zeit. Gut, ja klar, wenn ihr nur einen Handlungsstrang habt, so wie bei In Hanover's Blind, ist eine Novelle, 180 Seiten, dann habt ihr einfach nur 2 Seiten. Denn ansonsten fragt man sich auch, warum für einen Handlungsstrang mit einer Person in einer kleinen Novelle 3 Seiten verbrauchen. Okay, und die Inhaltsangabe, die muss chronologisch sein. Das heißt, ihr baut da keine Spannungsbögen auf, keine Rückblenden, keine Voraussichten, keine Schlingen legen. Ihr macht das wirklich richtig stumpf, aber ihr müsst den Spannungsbogen und vor allem die Plotstruktur trotzdem darstellen. Es muss klar werden, ja, es ist Spannung vorhanden, aber der Text selbst darf nicht spannend geschrieben sein, denn es ist ein Verkaufstext, eine Inhaltsangabe. Kleiner Tipp am Rande, ihr könnt bei Wikipedia mal Franz Kafka oder irgendwelche gemeinfreien Werke, könnt ihr bei Wikipedia einfach mal gucken, was gibt es da für Inhaltsangaben. Die benutzen Schüler für ihre Referate, aber das sind richtig gute Inhaltsangaben und da seht ihr ein bisschen, wie die geschrieben sein sollen. Und wichtig ist, spoilert das ganze Ding. Ich habe bei Irre sind menschlich im Exposé, da geht es um Jugendliche in der Psychiatrie, ich habe im Exposé nicht geschrieben, dass sie aus der Psychiatrie ausbrechen und einen Bauwagen anzünden. Das hat dann die Lektorin überrascht. Sie war positiv überrascht, aber nach dem Exposé sollte das Manuskript nicht mehr großartig überraschen. Also wenn ihr Bauwagen abfackeln wollt, schreibt es doch bitte da rein. Okay, über dich, über den Autor, das ist optional, habe ich eben schon gesagt, wenn ihr den Unique Selling Point nicht in den Pitch reinkriegt, dann könnt ihr einfach hier nochmal schreiben, warum ich. Ich schreibe Entwicklungsromane, Protagonist, Antagonist. Da könnt ihr das nochmal reinschreiben, eure Bibliografie. Und da gehört nicht nur rein, was ihr bei welchem Verlag veröffentlicht habt, sondern auch welche Werke ihr beispielsweise im Self-Publishing rausgebracht habt. Ihr könnt eventuell noch reinschreiben, was gerade noch in Arbeit ist. Was nicht so gut ankommt, ist, wenn ihr reinschreibt, ja, das ist noch in Arbeit für den Verlag und das da habe ich bei dem Verlag eingereicht. Das ist nicht so cool. Und ja, wenn ihr für die Fehlerwelt oder den Self-Publisher schreibt, irgendwo autorennahe Artikel veröffentlicht habt oder auch Blogger seid, Blogadressen können da rein, wenn ihr das ins Exposé schreiben wollt. Wenn ein Verlag ausdrücklich eine Kurzvita möchte, dann würde ich dieses über dich weglassen. Denn dadurch, dass der Verlag die Kurzvita haben möchte, hat der Verlag schon nach euch gefragt. Und wenn dann nochmal das Ausführliche ist, wenn das nochmal kommt, ist natürlich Geschmackssache. Aber ich würde es vielleicht dann weglassen. Wichtig ist hier, bleib im Gedächtnis. So, und jetzt wollte ich ins Detail gehen. Und das war aber jetzt schon genug Detail, also schon ein bisschen, aber ich mache trotzdem mal weiter. Wiederholung festigt. Okay, ja. In den allgemeinen Daten steht bei mir ganz konkret Genre, Doppelpunkt, Entwicklungsnovelle. Genau, das Untergenre, die Kombination habe ich schon erzählt. Genau, beim Umfang bitte in Normseiten schreiben, wie viele Normseiten das hat. Wenn das Buch noch nicht fertig ist, könnt ihr darauf schreiben, voraussichtlich. Dann nehmt eine relativ gerade Zahl. Wenn da steht voraussichtlich 314 Normseiten, dann fragt man sich auch, warum planst du das so genau?
Es kommt komisch, aber voraussichtlich 300 Normseiten, überhaupt kein Problem. Wenn ihr die Wort- oder Zeichenzahl habt und das Gefühl habt, das soll da rein, schreibt es da rein, macht nichts. Ich war in Berlin bei einem Verlag und da hat die Lektorin mit dem Verleger über mein Manuskript gesprochen in meiner Gegenwart und hat mit Zeichen kommuniziert. Der Verleger hat gefragt, wie viel Umfang hat das Buch und die Lektorin hat gesagt, 48.000 Zeichen, also etwa dies und das. Also manche Verlage rechnen tatsächlich in Zeichen. Okay, dann gibt es noch das mit der Zielgruppe und dem Vergleichstitel. Das ist ein Streitthema, da müsst ihr die Balance finden. Wenn ich jetzt nämlich sage, ich kenne meine Zielgruppe, ich bin der Profi, ich habe voll die Ahnung, die Leute wollen das Buch kaufen. Ach ja, und Vergleichstitel, das und das, das ist genauso und das wird sich verkaufen. Kann es verschiedene Reaktionen geben. Unten steht, du schreibst ab. Wenn es das schon so oft gibt und sich so gut verkauft, warum machst du nichts Eigenes? Alter, du bist so ein Besserwisser. Ich verkaufe hier die Sachen. Warum weißt du, wer dein Buch kauft? Ich bin der Verlag. Das ist mein Job. Ne? Oder lass uns das mal machen. Nimm uns nicht die Aufgabe weg. Die Aufgabe des Verlags ist es, das Buch zu verlegen, zu verkaufen. Geld vorstrecken, kalkulieren, Geld wieder einnehmen. Wenn ihr als Autor zu professionell auftretet, kann es sein, dass der Verlag sich, naja, außen vor gelassen fühlt und sich denkt, ja, der Autor will uns nur als Plattform und nicht als Kooperationspartner, Hand in Hand auf Augenhöhe. Oder eben dieses, das gibt es schon, habe ich ja eben schon gesagt. Genau, bei du schreibst ab und das gibt es schon. Das können die negativen Reaktionen sein. Es gibt aber für die gleichen Aussagen und die gleichen Angaben im Exposé jetzt die positiven Aussagen. Man kann sagen, hey, mein Blind Date mit dem Leben war erfolgreich. Es gibt einen Markt. Wir machen Hannovers Blind. Oder, hey, du kannst verkaufen. Du überzeugst uns, weil du Ahnung hast. Und du sagst, dein Buch ist ein Produkt für Menschen und nicht nur ein romantisch dahingeschriebenes Manuskript, das vielleicht mal irgendwer kauft. Also man spricht euch vielleicht Professionalität zu. Ja, genau. Du kennst dich aus. Wow, du Profi. Und das sind die Reaktionen, die es auf ein und dieselben Angaben gibt. Deswegen recherchiert eure Verlage. Versucht, sie kennenzulernen. Am besten, ich empfehle immer das Meet and Greet auf der Leipziger Buchmesse des Bundesverbandes für junge Autoren. Da kann man Verlage kennenlernen und deren Lektoren und hat so ein bisschen persönliches Verhältnis. Wenn es irgendwie möglich ist, kommt über Kontakte an den Verlag. Dann könnt ihr euch darauf einstellen, wie professionell ihr seid. Was natürlich auch als super Kontakt gilt, sprecht Autoren an, die bei dem Verlag schon veröffentlicht haben. Lasst euch das Exposé von denen zuschicken und guckt, haben die einen auf mega Profi gemacht? War das gut oder schlecht? Oder haben sie es nicht gemacht? War das gut oder schlecht? Dann kommen wir zum Pitch, mein absolutes Lieblingsthema. Gepitcht wird bei mir immer 20 Mal, mindestens. Mein letzter Pitch hat 30 Versuche gebraucht. Ich stelle mir immer eine Gruppe zusammen. Ich bin in Discord mit vielen Leuten vernetzt und wir sind da immer zu fünft. Ich schreibe einen Pitch und sage, hey, ist der okay? Und die Antwort ist dann von 5 Leuten gleichzeitig, nein. Und dann wird der umgeschrieben und dann kommt eine neue Version und dann ist das falsch und das. Und wir arbeiten an jedem einzelnen Wort. Okay, erstmal zur Form des Pitches. Wir haben ja 3 Sätze, vielleicht 2, vielleicht 4. Besser sind meiner Meinung nach 3. Ich mag 3 einfach. Baut wenig Namen ein. Wenn ihr 5 Protagonisten habt, nennt vielleicht nicht alle 5 Protagonisten in 3 Sätzen. Und wenn ihr jemanden einführt, wenn ihr am Anfang sagt, Adam der Sehbehinderte, macht dies und das. Am Ende des Pitches würde ich nicht sofort er schreiben und davon ausgehen, dass jeder jetzt gerafft hat, es geht um Adam. Gerade wenn ihr dann andere Personen kennenlernt. Er lernt jemanden kennen und er macht dies und das. Geht davon aus, dass die Person, die das liest, noch nie im Leben gesehen hat. Noch nichts von euch weiß. Okay, natürlich nur das Wichtigste, nur die Haupthandlung. Wenn irgendeine Nebenhandlung ist, ist die nicht so wichtig. Rückblenden und so haben wir ja schon gesprochen. Keine Spannung soll in den Pitch. Tabuwörter gibt es auch. Die hätte ich mir echt gerne aufgeschrieben, dann könnte ich jetzt auch sagen. Sowas wie plötzlich, auf einmal, spannungsaufbauende Wörter, würde ich da nicht reinschreiben. Und das Wichtige ist Perfektion. Deswegen 20 bis 30 Versuche, bis das Ding fertig ist. So, und jetzt meine Lieblingsformel.
Ich habe daran länger gearbeitet. Wie sieht ein Pitch aus? Wir haben einen Protagonisten, wir haben einen Antagonisten, wir haben ein Setting, wir haben ein Attribut, das vor dem Setting kommt, also beim Protagonisten, Attribut, Setting, Antagonist. Dann haben wir einen Konflikt, nämlich den Hauptkonflikt, dann den Fortlauf. Das heißt, ich probiere das jetzt mal einfach mal live. Wer von euch kennt Harry Potter nicht? Sehr schön. Okay, ich probiere es mal. Der 11-jährige Harry, Protagonist und Attribut, 11-jährig, lebt bei seinen Onkel und Tanten in einem Schrank, Setting. Ja, dann, genau, die Onkel und Tanten sind eigentlich der Antagonist. Also nochmal, Harry, der 11-jährige, lebt bei seinen bösartigen Antagonist Großeltern in einem Schrank unter der Treppe, bis ein Brief eintrifft, der ihn nach Hogwarts einlädt, aber sein Onkel sorgt dafür, dass er diesen Brief nicht in die Hände bekommt. Das ist der Pitch für den ersten Band von Harry Potter. Ich glaube, Herr der Ringe könnte man auch so pitchen. Ich könnte es mal probieren. Die Leute, ich weiß nicht mehr genau. Also nehmen wir mal Frodo einfach. Der Hobbit-Attribut, Frodo, Protagonist, lebt im Auenwald, Auenland, ist das Setting. Der Antagonist, jetzt blamiere ich mich total, wer hat nochmal den Ring? Mordor. In Mordor ist der Ring, er soll den Ring nach Mordor bringen, das ist dann Antagonist und die Aufgabe, also der Konflikt. Und das wird ihm nicht leicht gemacht, beziehungsweise da kommen viele Herausforderungen. Das wäre dann Konflikt und Fortlauf. Gut, habt ihr die Formel so ein bisschen verstanden? Könnte jetzt jeder sein Buch pitchen? Oder gibt es an dieser Stelle Fragen? Hier würde ich gerne explizit Fragen hören. Ja. Ist das tatsächlich eher auf den Anfang fokussiert oder doch irgendwie, das macht ja keinen Spann. Aber der Vater verhindert das, wo was passiert dann? Und da ist ja die Spannung schon drin oder ist es eher auf die Spoiler-Variante, wie jetzt gerade er soll den Ring nach Mordor bringen, schafft das auch, wenn auch das lange dauert? Ja, also es geht in deiner Frage jetzt darum, wie weit man spoilert in dem Pitch und wie weit er geht, weil Harry Potter nur am Anfang war und Herr der Ringe jetzt schon ziemlich weit war. Letzten Endes ist es Gefühlssache und ich habe das gerade improvisiert. Also ich würde jetzt auch sagen, Harry Potter war jetzt auch zu früh, also zu wenig, zu viel am Anfang. Also ich hätte zum Beispiel bei Antagonist hätte ich eher noch Voldemort eingebracht und hätte vielleicht schon gesagt, der Zauberlehrling Harry Potter kommt nach Hogwarts und will seine Zauberausbildung absolvieren, aber Voldemort dies, das. Also das würde ich eher so machen. Wie gesagt, es war improvisiert und ich habe versucht, mich an der Formel herabzuhangeln, damit ihr eben auch seht, dass man diese Formel auf irgendwas anwenden kann. Hätte ich mir das vorbereitet, hätte ich vielleicht was rausgesucht, das passt. Und naja, okay, also ihr könnt schon ordentlich spoilern. Der Konflikt sollte schon der Hauptkonflikt sein, ja. Harry Potter, da ist Voldemort schon der Hauptkonflikt, beziehungsweise Voldemort ist der Hauptantagonist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, nein, wir gehen nicht weiter. Hi. Und zwar hast du gesagt, man sollte keine Spannung aufbauen. Ja, in einem Klappentext kann Spannung aufgebaut werden, selbstverständlich, denn durch den Klappentext kauft der Leser das Buch. Aber ihr seid Autoren. Autoren schreiben keine Klappentexte. Der Verlag schreibt Klappentexte, Lektoren schreiben Klappentexte. Beim Pitch geht es darum, dass du dem Verleger oder Lektor erzählst, was für ein Buch du schreibst. Du willst dein Buch verkaufen. Und bei der Sache mit keine Spannung, da geht es mir darum, innerhalb des Pitches. Denn wir haben ja hier den Hauptkonflikt und den Fortlauf. Er hätte nie gedacht, dass das passiert und ihm das im Weg steht. Und jetzt hat er ganz neue Herausforderungen. Das ist das Spannungselement. Und ich finde es sehr wichtig, dass am Ende eines Pitches diese offene Stelle ist, der Konflikt und der Fortlauf. Das ist die Spannung und der Grund, warum man danach die Inhaltsangabe liest. Wenn dazwischen Spannung ist, dann zerfasert das. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Versuch mal, zwei Konflikte in einen Pitch zu kriegen. Es liest sich nicht schön. Ja? Was es geht.
Genau, genau. Man muss wirklich sagen, worum es geht und soll sich nicht in sowas hineinflüchten. Ja, da stimme ich dir komplett zu. Okay, gibt es noch Fragen? Dann gehen wir mal zur Inhaltsangabe. Die Inhaltsangabe haben wir alle in der Schule gelernt und wir haben alle mehr oder weniger gut aufgepasst. Sie ist chronologisch, wieder ohne Spannung. Wir haben einen roten Faden. Wir brauchen unbedingt den Hauptkonflikt. Da steht jetzt Get the Gist. Ich weiß nicht genau, was es auf Deutsch heißt, weil ich das irgendwie so mal übernommen habe. Und das heißt für mich so, bleib auf dem Punkt, bleib auf dem richtigen Weg, bleib am roten Faden, aber lass alles auf den Hauptkonflikt hinzulaufen. Das heißt, wenn es um diese eine Sache geht, dann schreibt die Inhaltsangabe auch so, dass sie auf diese eine Sache hinausläuft. Und der große Wendepunkt im Manuskript ist auch der große Wendepunkt im Exposé, also in der Inhaltsangabe. Ja, der rote Faden muss natürlich vorhanden sein und zum roten Faden gehört selbstverständlich auch die Plotstruktur. Ich weiß, es gibt Leute, die plotten und es gibt Leute, die nicht plotten, sondern als Discovery schreiben. Also entdeckend und irgendwie einfach was schreiben. Habt trotzdem bitte eine Plotstruktur. Auch wenn ihr Discovery schreibt, solltet ihr am Ende eine Plotstruktur haben. So mindestens Anfang, Hauptkonflikt, Schluss, Spannungsbogen. So ein bisschen sollte da sein. Okay, dann haben wir hier noch keine Synonyme ohne Namen. Das finde ich nämlich ganz schwierig. Ich habe den Fehler selbst mal gemacht. Ich habe bei Irre sind menschlich geschrieben über Alois, den größenwahnsinnigen Narzissten, der eine manische Psychose kriegt. Und danach schreibe ich der Psychotiker, der Narzisst, der Informatikstudent. Hey, er studiert Informatik, interessant, gebt die Info rein, aber sag dann doch bitte den Namen nochmal. Also ich finde es sehr schwierig, mit Synonymen zu arbeiten, wenn man eine Inhaltsangabe schreibt und dann auch noch mehrere Personen da einbringt und die dann irgendwelche Synonyme haben. Das wirkt nicht so sehr professionell. Also immer schön darauf achten, der das liest, hat keine Ahnung und liest am Tag bis zum Erbrechen Exposés und ist vielleicht auch manchmal ein bisschen betriebsblind, macht es den Lektoren einfach. Okay, dann haben wir hier noch, genau, der Spannungsbogen muss natürlich vorhanden sein. Das ist dasselbe wie mit der Plotstruktur. Ich gebe zu, meine Präsentation könnte ein bisschen besser strukturiert sein. Ja, und die Nebenhandlungen sollten reduziert werden, aber wenn sie vorhanden sind, gerade wenn zusammenhängende Handlungen sind, die in den Hauptkonflikt mit reinspielen, ist die Inhaltsangabe jetzt der Punkt, wo sie erwähnt werden. Gebt ihnen nicht zu viel Raum, gebt ihnen den Raum, den sie verdienen, macht gerne Absätze, aber bleibt chronologisch. Okay, dann haben wir hier noch den Punkt mehr, das ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Ich lege viel Wert darauf, dass man durch Wiederholung lernt, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. In ein Exposé gehören allgemeine Angaben, der Pitch, die Inhaltsangabe, eventuell über den Autor mit der Bibliografie und der Kurzvita, wenn sie angefordert ist. Generell wollen Verlage aber mehr als nur ein Exposé. Sie wollen auch eine Leseprobe. Schickt Verlagen nicht einfach so das Exposé zu. Schaut wirklich rein, was wollen die haben. Wollen die 25 Normseiten vom Anfang des Buches? Wollen die 30 Normseiten? Wollen die eine Kurzvita? Wie sehen die Kurzviten der anderen Autoren aus? Schreibt eine Kurzvita für den Verlag und schickt nicht die Kurzvita an alle Verlage. Für jeden Verlag gibt es eigene Sachen, wo man feinfühlig sein muss, sich auf den Verlag einstellen muss. Okay, ja. Dann der allerletzte Punkt. Ich biete ein Coaching an, ein Exposé-Coaching. Das ist keine Lieferung. Ihr könnt bei mir kein Exposé für euer Manuskript kaufen, sondern ich biete Hilfe zur Selbsthilfe oder wie habe ich es hier genannt? Ich biete eine Befähigung zum Selbermachen und gehe da dann auch mehr in die Tiefe. Auf der Website kiakehawa.de könnt ihr mich erreichen und auch auf meine Blogs verlinkt werden und auf meine Projekte, mein Crowdfunding, mein Twitter-Account. Alles Mögliche gibt es über die Website. Ich nehme euch schon mal die Illusion weg, dass das Exposé irgendwie annähernd günstig wäre. Ich weiß, es ist eine Investition, also zwischen 100 und 300 Euro muss man bei einem Exposé-Coaching rechnen, damit man das komplette Handwerk in die Hand bekommt und ein perfektes Exposé hat. Siehe Pitch, 20 bis 30 Versuche.
Ja, und das Coaching dauert dann 1 bis 7 Tage, je nachdem, wie oft man sich trifft oder skypt oder was weiß ich. Kann man aber alles im Persönlichen besprechen. Ja, und jetzt wäre ich mit der Präsentation am Ende und bin gespannt auf eure Fragen. Dazu hätte ich ganz gerne ein Mikrofon. Danke. Es müssen nicht nur Fragen sein, es können auch Diskussionen sein oder so. Auf dem Stuhl. Dann ist es. Kannst loslegen. Ich würde gerne noch eine Ergänzung anbieten für die Leute, die Fantasy und Science Fiction schreiben. Gerne. Weil ich da einen super Trick, wie ich finde, habe. Nämlich, dass man genau die Inhaltsangabe macht, wie du das dargestellt hast. Und man hat dann immer das Problem, dass man irgendwie doch noch die Welt erklären möchte. Und da mache ich inzwischen unheimlich gerne eigentlich immer ein Beiblatt. Also ein zusätzliches Dokument, was ich mitschicke, mit vielleicht einer Kartenskizze und einer Erklärung zu der Welt. Und dieses Beiblatt kann auch schon mal 10 Seiten lang sein. Das geht dann auch durch. Ja. Wow, 10 Seiten Beiblatt. Ja, und also, die Verlage finden das toll? Meine Verlage finden das toll. Also ich arbeite für Piper und Heine und solche Verlage und da geht das durch. Ja. Super, okay. Dann. Also das ist auch... Ich finde auch gut, so auf 4 Seiten Exposé-Inhaltsangabe zu zielen, weil man dann keine 10 schreibt, aber wenn es 6 sind, ist auch nicht schlimm. Also nur wenn man sich 6 vornimmt, schreibt man halt 10. Das ist halt das Problem. Ne? Exakt, das ist es. Ich schreibe ja immer in der brutalen Realität. Ich habe noch wenig Erfahrung mit Science-Fiction und Fantasy und arbeite mich da gerade rein. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen Dank. Okay, wenn jetzt keine anderen Fragen mehr sind, dann plaudere ich noch aus dem Nähkästchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich habe eine halbe Stunde angepeilt. 31 Minuten. Ja, Punktlandung. Perfekt. Okay, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen quatschen. Ich möchte jetzt keine Verlagsnamen nennen, aber ich habe 5 Zusagen gehabt. Vielleicht interessiert euch das, warum ich die meisten abgelehnt habe. 3 Verlage wollten Hanover's Blind haben. Einer davon hat gesagt, also mein Protagonist ist homosexuell, also bisexuell, aber geht eine homosexuelle Beziehung ein. Und ein Verlag hat gesagt, das ist mir nicht schwul genug. Ich möchte, dass es Gay Romance ist. Schreib das bitte um, das muss schwuler sein. Das möchte ich nicht, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich möchte, dass Sexualität scheißegal ist. Ich möchte, dass sie am Rande vorkommen kann und dass sie nicht immer in den Vordergrund gerückt werden muss, gerade wenn es nicht Heterosexualität ist. Ein anderer Verlag, was hat der denn gemacht? Der wollte es aufgebauscht haben. Der hat einfach gesagt, super Ding, genau so, nicht anders. So wollen wir es haben. Exposé, Pitch, Inhaltsangabe, genau so. Bausch das nochmal auf 250 Seiten, aber ohne den Inhalt zu verändern. Also schwafel nochmal drumrum. Ich war damit nicht zufrieden, könnt ihr euch vorstellen. Ein anderer Verlag, der hat dann gesagt, hey, wir hätten gerne eine Reihe dafür. Wir hätten auch gerne die Rechte, also das Hauptrecht, also das für Print hätten wir gerne und das machen wir nur als E-Book, als Reihe. Ja. Ich war damit nicht zufrieden, habe deswegen dann das Crowdfunding gestartet und gesagt, ich mache es selbst. Das andere Buch, Irre sind menschlich, kommt beim Verlag raus und da hatte ich dann auch 2 Zusagen. Genau, eine Zusage habe ich angenommen und die andere Zusage war die, von der ich erzählt habe, die hatten dann 5% Tantieme. Üblich sind laut Autoren-Normvertrag 5-8% Tantieme vom Netto-Umsatz. Mensch, vom Netto-Verlagsumsatz. Genau, aber die haben gesagt vom Netto-Verlagsumsatz. Also der Netto-Laden-Verkaufspreis, der ist bei einem Buch von 10 Euro noch was, ist der bei 10 Euro, weil 7% Umsatzsteuer weggehen. Und davon dann 5%. Aber ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Nee, alles gut. Und der Netto-Verlagsumsatz ist eben das, wenn man die Anteile für den Buchladen abzieht. Davon bleibt dann noch die Hälfte übrig. Also von 10 Euro bleiben 5 Euro übrig. Und davon hätte ich 5% gekriegt. Also dadurch, dass dieses eine Wort im Vertrag ausgetauscht ist, würde ich nur die Hälfte verdienen. Und dann eben das Optionsrecht mit den nächsten 5 Jahren gebunden an
an einen Verlag. Deswegen habe ich da abgesagt. Ja, und jetzt habe ich eine Zusage und einen Vertrag und bin glücklich. Okay, gibt es sonst noch Fragen oder irgendwas? Sonst würde ich nicht mehr weiter erzählen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was euch interessiert. Okay, nee, es gibt nichts mehr. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verschwinde. Danke.